Das kann ich doch nicht nach Hause tragen. Das ist so schwer. Danke. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Herausforderungen 2030, wir haben ja schon einige Aspekte gesehen. Wir können natürlich nicht genau bis ins Jahr 2030 uns da thematisch bewegen, aber so die mittelbare Zukunft ist sicher ein bisschen einschätzbar. Der nächste Redner hat das Thema Handel und es reimt sich sehr schön mit Wandel oder der Wandel im Handel. Und alle kennen wir sein Unternehmen, denn alle oder fast alle sind wir ein bisschen so Mitbesitzerin und Mitbesitzer. Gehört ein bisschen uns, denn dieses Unternehmen hat, habe ich jetzt kürzlich gelesen, pro Tag 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden. Nicht einfach digital, die gehen dort noch hin, oder? Vielleicht ahnen Sie schon, welches Unternehmen ich da jetzt also rätselhaft Ihnen schmackhaft mache. Etwa 75% der Wertschöpfung dieses riesigen Unternehmens bezieht sich auf Schweizer Produkte. Und 2/3 aller Schweizer Haushalte sind tatsächlich Genossen. Schafft er dieses Unternehmen. Ich rede natürlich von der Migros. Mehr dazu, wie das eben bei der Migros logistisch auch funktioniert, dieser Wandel im Handel, wird uns Andreas Münch, Mitglied der Generaldirektion, jetzt gleich erklären. Bitte schön. Ich freue mich natürlich, vor Ihnen zu stehen, als Besitzer unseres Unternehmens. Alles, was groß ist, hat mal klein angefangen, auch in diesem Bereich. Vor 100 Jahren mit einem total disruptiven Modell. Nur damals hat es dieses Wort noch nicht gegeben, aber ist ein disruptives Modell, denn mit einem schmalen Artikelsortiment, nur mit 6 Artikeln, mit tiefen Preisen an den Markt. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, normalerweise gingen oder gehen immer noch die Kunden zur Ware. Hier wurde das Geschäftsmodell total gedreht, dass die Ware zum Kunden ging. Also in zweierlei Hinsicht total disruptiv. Auch in der Logistik ein völlig neues Konzept. Über LKWs, die am Morgen in die Betriebszentrale gefahren sind, von der rechten Seite beladen wurden und dann gleichzeitig das Verkaufslokal war und auf der linken Seite dann die Ware rausgezogen wurde, um sie zu den Kunden zu bringen. Das ist Social Networking 1.0. Total analog. Aber die Leute treffen sich dort, tauschen sich aus und das vor knapp 100 Jahren. Und wie Sie auch sehen, sehr einfach, weil dieser LKW hat den sogenannten Laden eröffnet, indem er den oberen Laden nach oben geklappt hat. Das war dann auch das Dach. Und den unteren Laden nach unten geklappt hat und somit war der Laden bereits eröffnet. Also in mehrerlei Hinsicht sehr disruptiv. Der erste stationäre Laden ist dann erst später gekommen. Zuerst also Mobile Shopping vor 100 Jahren. Wie sieht das Ganze heute aus? Natürlich ist der stationäre Laden immer noch das Zentrum des Geschäftes. Aber es hat sich sehr viel verändert. Und auf der einen Seite hat sich eben genau das verändert, vom stationären zum Online-Geschäft. Nehmen wir diese 1,4 Millionen oder in diesem Beispiel in einem Durchschnittstag, Montag, Dienstag, 1 Million physische Kunden. Wir hatten schon bereits 2016 eine Parität, dass wir gleich viele Leute in der virtuellen Welt gehabt haben wie im stationären Geschäft. Und das nimmt natürlich zu und hat auch zugenommen, dieser rechte Teil, diese Social Medias und eben auch das Online-Shopping. E-Commerce sehen Sie hier abgebildet. Das Wichtige ist, Sie können einkaufen, woher Sie wollen, wann Sie wollen,
wie sie wollen. Von zu Hause, unterwegs von der Arbeit und eben auch 24 Stunden rund um die Uhr. Ich mache hier kein Pamphlet für Ladenöffnungszeiten 24 Stunden rund um die Uhr. Aber wenn wir das Gefühl haben im Kanton Luzern, dass am Samstag um 16 Uhr, kein Kundenbedarf mehr da ist, dann täuscht man sich. Der geht einfach ins nächste Segment. Wenn Sie die Läden um Luzern um 4 Uhr nachmittags schließen müssen, fahren die Kunden noch in den Kanton Nidwalden, weil dort die Läden noch etwas länger geöffnet sind. Und wenn Sie auch dort schließen, dann gehen die Kunden einfach in den nächsten Kanal. Und weil wir beide Kanäle bedienen, spüren wir das sofort. Also Öffnungszeiten ist schon längst ein Ausstiegsmodell. Über jeden Kanal selbstverständlich, stationär, online, mobile und zu jedem Zeitpunkt von überall her in der Filiale oder Heimlieferung. Und Same Day heißt, ich bestelle heute und ich will die Ware auch heute entsprechend haben. Etwas ändert sich damit aber fundamental. Und ich nehme Sie jetzt zuerst auf die Reise im stationären Geschäft. In meinem konstruierten typischen Beispiel, Sie haben auf Ihrer Einkaufsliste Erdbeerkonfitüre. Sie gehen in einen Laden, hoffentlich zu uns, und wollen Erdbeerkonfitüre kaufen. Jetzt hat es in meinem konstruierten Beispiel aus unerfindlichen Gründen keine Erdbeerkonfitüre. Was machen Sie? Sie haben aber schon die Taschen voll und Sie haben das Auto schon parkiert und die Parkuhr schon gefüttert. Also sagen sich, Himbeergumpf ist auch gut. Und dann nehmen Sie Himbeerkonfitüre. Ich meine es nur sinnbildlich, natürlich. Sinnbildlich. Also das System hat eine große Toleranz. Im Online-Geschäft natürlich nicht, weil da spezifizieren Sie Erdbeerkonfitüre. Oder Sie spezifizieren den Panasonic-Bildschirm XY und den wollen Sie. Und derjenige, der das nicht bieten kann, kommt gar nicht auf den Sucher bei Ihnen. Der ist schon weg. Und dann gehen Sie zum nächsten, dann schauen Sie den Anbieter an. Und derjenige, der am günstigsten liefert, am schnellsten liefert und welche Kriterien Sie auch immer haben, der bleibt dann zurück und alle anderen fallen weg und dann kaufen Sie dann irgendeinmal. Dieses untere System hat eine Toleranz von 0,000. Man sagt dem, just one click away. Oben ist es physisch, müssen Sie sich verändern, um an die Erdbeerkonfitüre zu kommen. Unten nehmen Sie die Maus, klicken und der ist weg und der nächste ist oben. Also die Toleranz ist null. Das hat einen Einfluss auf das Geschäftsmodell, ganz eindeutig. Ein Händler, der aus dem stationären Geschäft kommt, hat ja physische Läden, Assets. Wir haben im konkreten Fall 2000 Verkaufsstützpunkte, Migros, Denner, Globus, Migros, Rino. Das könnte ein Klumpfuß sein, es kann aber auch ein Vorteil sein. Aber es wird nur zu einem Vorteil, wenn Sie die virtuelle Welt mit der stationären Welt optimal verbinden können. Beispiel über dieses System, Pick 'em up, Sie bestellen irgendwo und Sie holen irgendwo ab, wo Sie denken, dass Sie vielleicht heute Abend oder morgen früh dann sind. Und das über alle Kanäle. Das ist nicht nur Multichannel, das ist Omnichannel, das ist Crosschannel. Also Sie können in diesem Beispiel beim M Electronics das bestellen und bei Mikasa abholen. Oder das komplexeste Beispiel ist dieses Beispiel. Sie wissen, dass Sie heute hier drin sind. Da unten hat es ein Fitnesslokal, auch betrieben von uns. Wenn Sie heute Morgen mit dem Zug hier hingefahren sind, machen Sie die Bestellliste, bestellen bei Löschop. Sie wissen, ich bin heute da, da unten da, das Auto steht sowieso oder wo auch immer. Und dann, wenn Sie frisch geduscht um 20 Uhr den Garderobenschlüssel abgeben, dann kriegen Sie die 2 Tüten und schon bereits vorgekocht, essen müssen Sie noch selber. Da sehen Sie den Ablauf, Sie können das von hier nach hier machen, Sie können es von da nach da machen, von dort nach dort und auch hier drüben. Und wenn Sie etwas falsch gekauft haben,
Dann können Sie es zurückgeben. Die Pfeile sind auf der Rückseite in die Gegenrichtung. Oder Sie können es natürlich auch dorthin liefern, wo Sie sagen, da fahre ich heute Abend sowieso durch, ich halte schnell an und hole mir das aus diesem Feld raus. Ein anderer Punkt, der sich völlig verändert hat, als Beispiel Möbelgeschäft. Normalerweise ein Möbelhändler brauchte 5.000 Quadratmeter, 8.000, je nach Sortiment, 12.000 Quadratmeter, um seine Kompetenz, sein Sortiment zeigen zu können. Heute können Sie das Gleiche oder noch mehr auf 800 bis 1000 Quadratmeter machen, weil Sie eben, und das heißt Look and Feel, da auf dieser Seite, da in der Mitte hier, der Möbelkonfigurator zeigt Ihnen auf. Sie brauchen nur noch ein einziges Sofa oder zwei Sofa, damit Sie sehen, wie fühlt sich das entsprechend an, wie kann man da drauf sitzen. Aber die Farbgebung oder Stoff oder Leder oder was auch immer, das können Sie im Möbelkonfigurator virtuell abbilden. Sie haben tausende von Produkten dort drin, obwohl der Laden relativ klein ist. Look and feel ist wichtig. Da hat es natürlich auch eine Kehrseite. Wenn Sie Immobilienentwickler sind, vermieten Sie gerne 12.000 Quadratmeter. Wenn der gleiche aber nur noch 800 braucht und es keine Konzepte mehr gibt, die den Rest brauchen, dann haben Sie ein veritables Problem. Beispielsweise auch H&M oder C&A. Die können ihr Sortiment früher in einem Flagship-Store, 2.500 Quadratmeter, alles drin. Heute 700 Quadratmeter. Der Rest ist in der virtuellen Welt. Und noch viel mehr Artikel. Also auch hier gibt es gewisse Themen für den Immobilienmarkt. Wie sieht die Zukunft aus? Wie kann die Zukunft aussehen? Da gibt es ganz verschiedene Themen. Ich greife einfach ein paar hier raus. Bis dato hat es so funktioniert. Sie kaufen, Sie tragen es zum Laden raus, es fehlt etwas, die Logistik bringt die Ware wieder rein, damit der Laden wieder gut aussieht. Das ist reaktiv. In Zukunft wird es proaktiv sein. Sie sehen hier, selbstlernende Algorithmen zeigen auf, was der Kunde kaufen wird. Und zwar, und das ist nur dank der ausgeklügelten Rechenleistung, die Sie heute zwar gezeigt haben, nur dank dessen ist das überhaupt möglich. Das sind gigantische Daten dahinter. Tageskonstellation, Abverkaufskonstellation, Wetterkonstellation. Sie können sich ganz viele Konstellationen vorstellen, die man braucht, um hochzurechnen, was der Kunde kaufen wird. Und eben nicht mehr Abverkauf nachliefern, sondern die Ware, die kommt zeitgleich mit dem Bedarf des Kunden und sie finden sich online. Das ist aktiv. Und da sehen Sie im Bild, das braucht natürlich sehr viel Rechenleistung. Ein anderes Beispiel hier. Es ist übrigens schönes Wetter draußen, auch wenn wir das jetzt hier nicht spüren. Aber nehmen wir mal, es könnte sein, heute und morgen regnet es. Kalt, wie zu Beginn der Woche. Und am Samstag, out of the blue, kommt blauer Himmel, schönes Wetter. Es ist schon März, es wird warm. Ein paar Leute sagen sich, jetzt hauen wir den Grill hier. Das erste Mal. Und einige Leute heißt, bei 1,4 Millionen Kunden, wenn 10% sagen, jetzt hauen wir den Grill an, dann sind das 140.000 Leute, die den Grill anhauen. Und sie haben natürlich vergessen, dass sie im letzten Oktober, als die Sonne noch das letzte Mal, haben sie die Holzkohle aufgebraucht und sie merken das am Samstagmorgen. Ich habe keine Holzkohle mehr. Jetzt gehen 140.000 Leute und die müssen ja nebst der Holzkohle, müssen sie auch noch Servilam Brotwurst haben, Holzkohle und dann braucht es noch etwas zu trinken. Jetzt machen wir nur zwei Mengenberechnungen. Das eine ist Holzkohle. 140.000 Leute pilgern am Samstagmorgen und holen sich 10 Kilo Holzkohle. Dann ist das in einer Stunde 1.400 Tonnen Holzkohle. Und das bringen Sie mit keiner Logistik hin, wenn Sie nicht predictive
vorausschauend, Wetterkonstellation, Tageskonstellation und. Mit gigantischen Daten herausfinden, was der Kunde will, damit zeitgleich die Holzkohle sie findet und sie die Holzkohle finden. Weil wenn sie nicht da ist und erst am Abend geliefert wird, dann ist der Grillplausch vorbei. Jetzt nehmen wir an, Sie sind nicht ganz alleine, Sie laden noch einen Kollegen und eine Kollegin ein, zu dritt, diese 140.000 zu dritt, eine Brotwurst, da gibt es 420.000 Bratwürste. Bei den Holzkohle, die kann man noch irgendwie speichern, oder? Bei den Bratwürsten wissen wir, da hat es irgendwie von jetzt zurückgerechnet, hat es irgendeinmal ein Kälbli gegeben. Oder bei einem Servilan noch etwas anderes. Und das können Sie dann nicht irgendwie am Samstagmorgen, ich brauche noch, oder? Da fehlt etwas im Prozess. Das geht nur über Predictive. Nur über Predictive. Das wird es verändern. Etwas anderes, das sich verändert und das Kaufverhalten verändern wird, ist die Demografie. Sie sehen hier ein paar Kerndaten. Ich nehme heraus, 35% Singlehaushalte in den Städten, 50%. 70% 1 bis 2 Personenhaushalte und von denen arbeiten 1 bis 2 Leute bis 18.30 Uhr, 19 Uhr. Wenn Sie in einer Stadt wohnen, keinen Estrich haben und der Keller so klein ist und die Küche maximal einen Auszugsschrank hat in dieser Breite. Gut, der geht von unten nach oben, weil er immer neben dem Kühlschrank und dem Gefrierer steht. Dann ziehen Sie den raus und dann meinen Sie, Sie können 5 Kilo Säcke Kartoffeln verkaufen. Da sind Sie einfach am Hund vorbei. Vorbei. Im Einpersonenhaushalt sprießen diese Kartoffeln, bevor sie die ersten gegessen haben. Das führt zu einer völlig anderen. Dieses Foto habe ich mit meinem iPhone gemacht in Japan. Die Japaner sind in Demografie 5 bis 7 Jahre etwas vor uns. Die verkaufen es Rüebli. In der Schweiz wird es natürlich dann eine Anforderung geben, dass diese Karotte eine gewisse Größe hat, weil wir sie dreisprachig beschriften müssen. Das sind die gleichen Fotos. Und schauen Sie meine Hand an. Ich habe keine Bratpfannenhände. Das ist meine Hand hier oben mit dem iPhone. Das sind die Portionengröße. Für Single-Haushalte verändert die Logistik völlig, verändert die Läden, verändert das Konsumverhalten. Da sind 8 Riegeli abgeschnitten und vakuumverpackt. Über das Thema der Umwelt sprechen wir hier jetzt nicht, das ist jetzt nicht gerade heute mein Thema, aber Sie sehen, das verändert sich fundamental, fundamental. Auch die letzte Meile, ich nehme das nächste Thema, verändert sich heute. Der Postbote klingelt und niemand macht auf, weil der Einpersonenhaushalt ja am Arbeiten ist. Zustellung zukünftig, entweder über Roboter, das wird in irgendeiner Form kommen, oder über Drohnen oder über irgendwelche Medien, das wird sich verändern. Oder in diesem Beispiel hier, dass Kunden für Kunden einkaufen. Ein neues System, das wir entwickelt haben. Also das wäre heute Morgen für Herrn Blum bestens gewesen, wenn er nicht aufstehen kann und posten geht. Dann nimmt er einfach sein iPhone, macht seine Einkaufsliste, schickt das ins Amigo-Netz. Aufgrund von Geofencing weiß man, wo er ist. Ein paar Leute im Quartier wissen auch, dass sie ja dort wohnen, wo der andere einen Bedarf hat. Und dann bestätigen sie, ich gehe sowieso posten, ich mache das gerade noch für sie, posten das. Und dann kriegen sie noch einen kleinen Zustupf dazu. Ein neues Geschäftsmodell, das ist wirklich Consumer to Consumer in diesem Fall. Etwas, das sich auch verändert, Massenprodukte. In der Industrie kennen wir das schon,
Das teile ich los, Größe 1. Da haben wir die breite Masse, irgend verschiedene Produkte, die Ihnen aufgedrückt werden. In Zukunft wird es so sein, ganz individuell für Sie, je nachdem, welche Anforderungen Sie haben. Und dann kommt Ihr Produkt, das Produkt für Emily oder das Produkt für Esther. Und zwar geht es darum, mal herauszufinden, wie verhalten Sie sich? Da gibt es ein paar Fragen, verschiedene Fragen, die dazu führen. Mit einer sehr ausgeklügelten künstlichen Intelligenz das Produkt so maßzuschneiden, dass es auf Sie passt. Und am Schluss in diesem Beispiel machen Sie noch ein Selfie von Ihrer Haut. Das wird analysiert. Bilderkennung, auch das, ich wiederhole mich absichtlich, Herr Zwahlen hat es gesagt, solche Themen können Sie erst jetzt realisieren, wo die Rechenleistung einfach um Faktoren zugenommen hat und die Rechenleistung eben hier drin möglich ist und nicht in einem Rechenzentrum irgendwo. Und aufgrund dessen wird nachher das Produkt maßgeschneidert für Sie und nur für Sie produziert mit Ihrer Applikation. Ein anderes Thema ist das Thema Einkaufserlebnis. Da wird es fundamentale Veränderungen geben. Ich meine, es ist uns klar, da mache ich keine Abstimmung hier im Raum, ob Sie das super finden hier drin oder ob Sie das hier super finden. Oder das kennen Sie sicher auch, Sie hätten schon längst das Tram erwischen müssen, sind aber da hinten, wobei der Hinterste noch ein anderes Problem hat. Das kann sich völlig verändern, dass Sie in einen Laden gehen, der bei Ihnen zu Hause ist. Der Laden wird Ihnen abgebildet mit Virtual Reality. Und der nächste Schritt kann ja sein, dass auch Gerüche, Haptik mitgeschickt werden können. Dass Sie nicht nur virtuell hier und haben sich Kopfweh am Schluss, sondern Sie riechen die Produkte. Sie spüren sie, sie gehen durch den Laden und haben keinen Stress. Ich nehme sie mal kurz mit. Oh, Entschuldigung. Ich muss schnell zurück. Wir kommen nochmals. Jetzt. Sie gehen durch Ihren Laden durch. Sie sehen die Produkte, später fühlen sie sich vielleicht noch. Sie schauen sie an. Sie haben selbstverständlich die Ingredienzen haben Sie auf Ihrem Handy. Sie sehen das, was alles dabei ist. Sie greifen hier zu. Sie nehmen das, ist schon bereits drin. Sie müssen nicht mehr schleppen, weil das Ganze wird am Schluss abgeschickt und dann kommt es zu Ihnen nach Hause, schon bereits bezahlt. Das ist eine Möglichkeit in der Zukunft. Durch die Technologie wird selbstverständlich die Convenience steigen. Es kann aber auf der anderen Seite sein, und das möchte ich hier auch beleuchten, dass es natürlich ein paar andere Themen gibt. Isolierung, Vereinsamung. Auf dieses Thema möchte ich jetzt nicht vertiefen, sondern beim Linken bleiben. Die Filialen, die Einkaufszentren werden sich verändern. Es werden wahrscheinlich mehr Erlebnisorte, Begegnungsorte sein. Ein paar Beispiele hier, die sicher ganz anders aussehen als die Bilder 5 Charts bevor. Verkaufsroboter, in Japan bereits im Einsatz, hier ein Beispiel aus dem Glatzzentrum, das wird kommen. Ein anderes Beispiel haben Sie sicher auch schon gelesen von Amazon, der Laden, da gehen Sie einfach rein und Sie gehen wieder raus, Sie kaufen irgendwelche Dinge, das nehmen Sie rein, Sie gehen zum Laden raus und dann sehen Sie, was Sie alles gekauft haben. Und sie ist schon bereits abgerechnet. Das ist das, was Sie sehen. Es ist mir aber auch noch wichtig aufzuzeigen, was Sie nicht sehen, aber was Amazon oder wir trotzdem sehen. Wenn Sie jetzt den Laden, das waren alles Fotos, waagrecht. Jetzt machen wir ein paar Fotos nach oben. Das kann ja nur sein, wenn in diesem Fall Amazon oder wenn der Detailhändler, Sie auf Schritt und Tritt. Machen Sie sich einfach gar nichts vor.
auf Schritt und Tritt. Jedes Augenzwinkern wird registriert. Weil das ist relevant. Wenn Sie vor ein Regal gehen und dann irgendetwas nehmen, Sie schauen es an und dann legen Sie es wieder zurück. Das hat für das Marketing eine Implikation. Weil irgendetwas hat dann nicht gestimmt. Mit dem Kundenverhalten. Ist es der Preis? Ist es, er hat es noch angeschaut. Er hat das andere nochmals geschaut. Und das hat er dann genommen. Verweildauer. Bewegungen. Augen. Physiognomie. Kommt er rein? Oder kommt er hier? Das ist relevant fürs Kundenverhalten. Und das wird registriert. Und wenn Sie da auf der linken Seite oben schauen, das ist also nicht eine AKW-Leitung, sondern das sind Datenleitungen. Und damit sehen Sie schon in der Dimension da oben links, welche Datenleitungen hier gebraucht werden. Und es wird registriert. Es wird optisch registriert und es wird auch andersweitig registriert. Sonst wäre das gar nicht möglich. Ihr Verhalten, Face Recognition, wird erkannt. Und da stellt sich jetzt die Frage, da gibt es natürlich ein Spannungsfeld zwischen diesen drei Themen. Die Technologie wird Fortschritte machen und noch größere Fortschritte machen, exponentielle Fortschritte machen und wird dazu führen, dass die Convenience, die Bequemlichkeit des Einkaufens natürlich zunehmen wird, garantiert. Auf der anderen Seite, und das möchte ich hier wirklich auch positionieren, gibt es natürlich noch Privacy-Themen, soziale Themen. Und das ist ganz eindeutig ein Spannungsfeld. Und es gibt Generationen, die dieses Spannungsfeld nicht so beurteilen, wie vielleicht unsere Generation, die mehr im linken Teil sind. Es gibt auch Länder, da gibt es rechts unten gar kein Spannungsfeld, per Definition. Nur der linke Teil. Und damit ist auch klar, die Frage ist beantwortet, die Technologie kommt und diese Themen werden kommen. Diese Frage können wir uns nicht mehr stellen, kommt es oder kommt es nicht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist in unserer Kultur, in unserem Zusammenleben, wie schnell kommt es? Wo sind die Drücke? Wo sind die Gegendrücke? Es wird sich sehr viel verändern. Dankeschön. Besten Dank, Andreas Münch. Ja, Heinemann, also Sie müssen davon ausgehen, dass wir alle heute Abend in die nächste Mikro gehen und so mal rumlaufen, da, oder? Wo sind diese Kameras? Wie weit sind Sie denn schon mit dieser Technologie? Wir haben einen Laborladen gemacht, der ist aber noch nicht für die Kunden da, weil wir diese Systeme natürlich sauber austesten müssen. Aber wie ich vorher gesagt habe, es ist ja nicht nur eine technische, eine prozessuale oder eine systemische Frage, sondern es ist auch eine soziale Frage. Und bei dieser sozialen Frage, da sind wir mit von der Partie, aber das ist auch eine gesellschaftliche Frage. Als Genossenschaft sind Sie auch sozial eingestellt. Also muss man oder dürfen wir davon ausgehen, dass Sie den Privatsektor, den Sie auch kurz angesprochen haben, mit besonderer Sorgfalt dann auch umsetzen werden und anschauen werden? Ganz eindeutig. Also hier kann ich zwei Sachen sagen. Die Schweiz ist auf dieses Thema sensibilisiert und unser Unternehmen natürlich aufgrund der Kultur stellt das eine wesentliche Bedeutung dar. Auf der anderen Seite auch, die Leute haben Ansprüche, die Convenience zu erhöhen. Und wenn Sie einen solchen Laborladen vielleicht nur gehört haben von Amazon, dann denken Sie als erstes, sowas möchte ich auch. Oder wenn man jetzt diese Entwicklung so ein bisschen, auch im Zusammenhang mit dem Mikro anschaut, müsste man ja irgendwann auf den Punkt kommen, irgendwann wird es dann gar keine Mikroläden mehr brauchen. Ist ja nur noch virtuell. Ja. Wann schließen Sie den letzten großen Laden? Ich habe etwas gelernt von der Nationalbank. Sie sind für die Ewigkeit da. Genau. Also. Mikro für die Ewigkeit. Also sicher,
wir sind ein beständiges Unternehmen, das natürlich aber auch sehr großen Veränderungen ausgesetzt ist. Das ist völlig klar. Es gibt natürlich Umschichtungen. Und ich bin sicher, wenn Sie als Vater oder Mutter mit drei Kindern schreiend im Laden sind und jetzt noch Pampers kaufen müssten, das ist definitiv kein Erlebnis. Nein. Diese Themen müssen zwingend und werden auch in den Online-Teil gehen. Ich glaube aber eben Begegnung, Emotion, vielleicht ein schönes Stück Fleisch oder das Gemüse eben nicht nur virtuell anzuschauen, sondern wirklich zu sehen und sich inspirieren lassen, glaube ich, wird an Bedeutung vielleicht sogar noch gewinnen. Aber dass der Laden natürlich nicht mehr die gleichen Mengen verkaufen wird, sondern auch andere Funktionen, Socializing, Begegnung, das wird eine Umschichtung geben. Wenn ich dann das Rüebli einzeln kaufe bei der Migros, bitte ohne Plastik, okay? Danke. Okay. Merci. Andreas Wünschi. Ihr Geschenk noch. So. Danke vielmals. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir zur Mittagspause schreiten, jetzt Bühne frei für Pablo Canora, ist Leiter Firmenkunden und Stiftung von World Vision Partner, und auch Armin Baumann bitte ich jetzt zusammen auf die Bühne. Es kommt jetzt noch zu einer Scheckübergabe. Bitte schön.